Moin moin, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie der Skillplaner Evemon funktioniert. Erstmal grundlegende Erklärungen zu Evemon. Also, Evemon ist ein Programm, mit dem ihr Skills eurer Charakter planen könnt sozusagen. Also ihr könnt euch einen Skillplaner stellen, auf dem ihr zuskillen wollt. Zum Beispiel sagt eure Corporation, wir wollen von euch die Skills XYZ und dann könnt ihr hier zum Beispiel einen neuen Planer stellen, wie in welcher Reihenfolge ihr diese Skills skillen müsst, könnt eure Attribute ausrechnen und so weiter und so fort. Ich werde jetzt hier in diesem Video nur die grundlegenden Funktionen erklären. Das heißt, dieses Programm ist sehr umfangreich und ich werde euch jetzt sozusagen die Basics zeigen. Wenn ihr Evemon frisch herunterladet, ich werde euch den Download-Link zu Evemon nochmal in die Description vom Video posten. Also wenn ihr dann Evemon heruntergeladen habt und geöffnet habt, dann seht ihr hier quasi eine leere Seite, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wir müssen erstmal einen Charakter anlegen. Geht hierzu auf File und Add API Key. Wie ihr hier seht, habe ich schon bereits drei Charakter geaddet. Möchte ich nur noch mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Das heißt quasi, ihr geht auf support.eveonline.com/api und loggt euch mit euren Accountdaten ein, besorgt euch dann API Key, erstellt den, gebt dem genügend Rechte, je nachdem, was ihr für richtig haltet, und tragt dann den API-Key hier ein. Beispielsweise mache ich jetzt mal die Seite auf. Dann kommt ihr hier auf diese Seite, loggt euch dann mit euren Accountdaten ein und erstellt eben ganz easy einen API-Key. Ist alles legitim, alles legal, geht offiziell über Eve Online, also ihr braucht keine Angst über euren Account haben. So, wenn ihr das dann gemacht habt und euren Charakter importiert habt, dann seht ihr hier diese Gesichter eurer Charakter. Und fangen wir jetzt einfach mal mit meinem Hauptcharakter, Tronic Roden, an. Den öffnet man dann, indem ihr hier oben die Tabs durchklickt, anklickt oder eben hier draufklickt. Und dann seht ihr, habt ihr hier drei Auswahlmöglichkeiten. Display Skilllist, hier seht ihr alle eure Skills. Display Skill Queue, also was ihr gerade für Skills in der Warteschlange habt. Oder Employment History, welche Corporations ihr bereits wart. Dann könnt ihr hier noch mehrere Funktionen anklicken. Sorry, ich muss jetzt mal kurz das Fenster klein machen, sonst sieht man es nicht, das ist auch immer ein Bildschirm. Dann könnt ihr hier Enable All machen, also dann könntet ihr zum Beispiel Standings sehen, Contacts sehen, Faction Warfare, Metals Combat Log, Asset Market, Contracts, Wallet Journal, Wallet Transactions, Industry Research, Mail Notification. Also so ziemlich alles, was euch an Informationsfluss helfen könnte. Könnt zum Beispiel nachschauen, ob ihr irgendeine neue Mail bekommen habt oder eure Markttransaktionen anzeigen lassen und so weiter und so fort. Aber machen wir jetzt mal das Wichtigste, sprich Skills planen. Das ist das, wozu das Programm eigentlich da ist. So. Um einen Skillplan zu erstellen, geht ihr in Evemon, nachdem ihr euren Charakter geöffnet habt, auf Plans und New Plan. So. Dann könnt ihr hier einen Namen für den Plan eingeben. Für dieses Beispiel werde ich jetzt einfach mal ein T2-Fitting, das ich mir vorher ein EFT erstellt habe, planen. Das heißt also, dass ihr quasi Evemon sagen könnt, alles klar, skill mir bitte die Skills für dieses Schiff und dann ist gut. Dann erstellt euch das Plan für euch und wenn ihr die alle gelernt habt, dann könnt ihr in dieses Schiff einsteigen, so wie ihr es gefittet habt. So, dann erstellen wir jetzt erstmal einen neuen Plan. Nennen wir es mal Apocalypse Navy Issue T2. So, dann geht hier ein neues Fenster auf. Um jetzt praktisch das Loadout zu importieren, macht ihr euer EFT auf. Ich habe das hier jetzt schon mal vorbereitet. Hier ist mein T2 gefittertes Schiff. Da können wir vielleicht noch Faction Crystals einbauen. Ist ja egal. Ja gut, hier wird jetzt die Calibration Points nicht passen. Das ist ja nur ein Beispiel. Also, hier aufklappen. Copy to Clipboard. Und dann geht ihr wieder in EFT und macht Loadout Import. Dann zeigt er hier nochmal das Fitting an.
Und dann klickt ihr auf Add to Plan. Und drückt auf OK. Hier könnt ihr die Priorität festlegen. Und so weiter und so fort. Ja, wenn ihr Fragen zu EFT habt, ich habe auch ein EFT-Video-Guide hochgeladen, wie das alles funktioniert. Könnt ihr auch in meinem YouTube-Kanal finden. Ja, so. Jetzt hat uns quasi EFT einen Plan erstellt für dieses Schiff. Das müsste ich alles für das Schiff skillen, um das so einbauen zu können. Ich bräuchte dazu 66 Tage, 6 Stunden, 16 Minuten. Und mir wird hier ebenfalls angezeigt, wie viel die Skills kosten werden, also ca. 13 Millionen ISK. Sorry, ich habe ein bisschen einen Frosch im Hals. So. So viel zum Schiff, würde ich sagen. Ihr könnt hier noch nach Zeit sortieren. Also, dass ihr die kleinen Skills am Anfang skillt und so weiter. Also, wie gesagt, EFT ist ein sehr schönes Programm, um herauszufinden, wie lange man für was braucht und was für Sachen man braucht. Dann gibt es hier noch einen Skill-Browser. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendeinen speziellen Skill hinzufügen wollt, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Drone, Interfacing, habe ich jetzt unter 5, dann könnt ihr hier den Skill anklicken. Plan 2, Level 5 oder so. Dann wird es mit in eure Skill-Warteschlange unten angehängt. So, haben wir das. Des Weiteren könnt ihr zum Beispiel Zertifikate skillen, die euch in-game vorgegeben werden. Jetzt zum Beispiel Core Competency. Dann wollt ihr jetzt meinetwegen Core Competency auf Elite skillen. Das heißt, da werden so ziemlich alle Basic Skills mit inbegriffen. Braucht noch 143 Tage. Rechtsklick. Plan Core Competency Elite. Jo. Dann würde ich sagen, fürs Schiff ist noch Armor Tanking. Ganz praktisch. Wählt ihr wieder Armor Tanking aus. Elite. Plan Armor Tanking Elite. So. Was haben wir noch? Was könnten noch gut? Large. Nee, wie hieß das? Pulse. Ja. Yeah. Battleship Advance, Pulse Turrets. Bla bla bla. Erlaubt euch so und so. Rechtsklick. Plan Advance Pulse Turrets Elite. So, jetzt sind wir bei einem Plan, der 354 Tage dauert. Schon mal nicht schlecht. Für so ein kleines Schiffchen, aber so hätte man halt sozusagen perfekte Skills. Dann würde ich hier der ganze Plan nochmal angezeigt. Der längste Skill würde unglaubliche 33 Tage dauern. Jo. Dann habt ihr hier noch einen Ship-Browser. Das greift auf Battle Clinic Loadouts zu, wenn mich nicht alles täuscht. Könnt ihr hier dann nachschauen. Ach nee. Blödsinn. Battle Clinic Loadouts könnt ihr dann öffnen, wenn ihr hier auf Battle Clinic Loadouts klickt. Das ist einfach nur ein Chip-Browser, um euch die verschiedenen Schiffe anzuzeigen und was ihr dafür empfohlene Zertifikate dafür habt und so weiter. Dann gibt es hier noch einen Item-Browser. Könnt ihr zum Beispiel jetzt gucken, alles klar, für den Remote Armor Repairer bräuchte ich Skills Hull Upgrades 3, Mechanics 1. Den könnte ich dann auch wieder Add All to Plan, kann ich jetzt in dem Fall nicht anklicken, weil ich schon die benötigten Skills dafür hätte. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zu unserem Plan, den wir gerade für unser Schiff erstellt haben, der auch ziemlich lange dauert. Falls ihr es noch nicht wusstet, in Eve kann man seine Attribute neu verteilen. Ist vielleicht besonders für Anfänger. Ganz cool. Das heißt, ihr könnt euch, ich meine, es war jetzt hier nur ein schnell zusammengeschusterter Plan, ohne viel nachdenken. Aber ihr könnt euch jetzt zum Beispiel einen Jahresplan erstellen und euch eure Attribute dafür optimieren, damit ihr diese Skills sozusagen schneller lernt. Dafür merken wir uns jetzt einfach mal hier die 354 Tage und gehen jetzt mal auf Optimize Attributes. So, und dann kann man hier auswählen. Attributes that would be best for the first year of this plan. Das heißt, das nimmt alle Skills aus diesem Plan innerhalb eines Jahres und rechnet euch aus, welche Attribute für euch am besten wären. Jetzt klicken wir das mal an. So. Das heißt, wir würden theoretisch 4 Punkte in Intelligenz stecken, die restlichen Punkte in Perception und von den anderen alle raus. Da ich diese Skills schon habe, diese Attributenverteilung, weil ich mir meinen Masterplan, meinen Jahresplan sozusagen schon erstellt habe, muss ich jetzt hier nicht viel ändern, aber jetzt zum Beispiel verteilen wir das mal kurz auf Standard, dass ihr seht, dass das auch wirklich was bringt.
Wie ist gleich nochmal die Standardverteilung? Ich glaube so. Oder eher so hier. So, also mit Standardverteilung würdet ihr für diesen Plan 377 Tage brauchen und mit der verbesserten, optimalsten Verteilung 354 Tage. Also es macht schon einen Unterschied und hilft enorm. Ja, Implantate werden hier natürlich auch mit dem Begriff. Ja. Dann könnt ihr auch wieder Copy to Clipboard, falls ihr den Plan mit irgendjemandem teilen wollt, oder ausdrucken, exportieren. Ja. Das waren so, denke ich mal, die grundlegenden Funktionen von Evemon. Es ist nicht relativ kompliziert, wenn man sich mal ein bisschen in das Programm versetzt hat, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Und wünsche euch noch viel Spaß in Eve. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, könnt ihr gerne wieder auf unsere Homepage gehen unter new-eden-union.de. Dort könnt ihr in unserem öffentlichen Forum nach der Registration posten. Also solltet ihr irgendwelche Fragen haben, könnt ihr es gerne hier tun. Da werdet ihr auch sicher geholfen. Und wenn nicht, YouTube-Kommentar oder so. Das war's eigentlich schon soweit. Dann würde ich sagen, viel Spaß und fly safe.